Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Mit Riesenschritten geht es jetzt auf Ostern zu und da muss man langsam jetzt schon planen, was man denn da backen möchte. Und da habe ich für euch heute ein weiteres Plätzchenrezept dabei, nämlich Karotten-Haferflockenkekse mit einer Frischkäsefüllung. Durch die Karotten im Teig ist das Plätzchen schön saftig, durch die Haferflocken haben wir aber trotzdem einen schönen kernigen Biss und die Frischkäsefüllung als dritte Komponente, die passt da auch wunderbar dazu und ja, ein tolles Plätzchen und ich finde, das hat einen Platz auf eurer österlichen Kaffeetafel auf jeden Fall verdient. Wenn ihr noch weitere Anregungen sucht zu dem Thema Ostern, dann schaut da gerne mal in meinen Playlists. Unter Ostern habe ich da noch weitere Rezepte für euch dabei. Vielleicht ist da noch das ein oder andere, was euch inspiriert. Dann geht's jetzt los und wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten für die Frischkäsecreme: 150 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Frischkäse, für die Kekse 150 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver, 100 Gramm zarte Haferflocken, 150 Gramm fein geraspelte Möhren, das sind ca. 2 mittelgroße Möhren, 200 Gramm dunklen Zucker, braunen Zucker und ein Tütchen Vanillezucker, 110 Gramm Butter oder Margarine, für Kekse nehme ich immer Butter, ich finde das geschmacklich besser, ein Ei und eine Prise Zimt. Wir brauchen ein Backblech und die Plätzchen werden gebacken bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Ich bereite jetzt zuerst die Frischkäsecreme zu, damit die dann im Kühlschrank noch schön durchkühlen kann. Und dazu habe ich jetzt meine Butter in eine Rührschüssel gegeben und dann schlage ich die jetzt erstmal für mehrere Minuten so richtig schön auf. Die Butter habe ich jetzt für gut 5 Minuten aufgeschlagen, sodass sie richtig schön hell geworden ist. Jetzt gebe ich den Zucker dazu und rühre den auch unter, und zwar so lange, bis sich die Zuckerkristalle gelöst haben. Butter und Zucker habe ich jetzt auch nochmal für gut 5 Minuten aufgeschlagen. Und wenn die Masse nicht mehr knirscht, dann haben sich da auch die Zuckerkristalle gelöst. Und jetzt gebe ich von dem Frischkäse hierzu und rühre den auch noch unter, dass sich alles gut vermischt. Und dann, ja, das mache ich jetzt erstmal als nächstes. Dann fülle ich mir jetzt meine Frischkäsecreme um in ein kleineres Schüsselchen und stelle das in den Kühlschrank, räume jetzt hier ein bisschen auf und dann geht es gleich weiter. Jetzt gebe ich das Mehl in meine Rührschüssel und auch das Backpulver und auch die Haferflocken, Vanillezucker, braunen Zucker, Zimt. Verrühre das Ganze schon mal. Dann gebe ich die geraspelten Möhren dazu. Verrühre die auch. Und zum Schluss kommt dann halt die Butter und das Ei dazu. Und dann knete ich das Ganze mit den Händen eben schnell zu einem Mürbeteig. Mein Teig ist jetzt fertig. Der muss schön geschmeidig und elastisch sein. Ihr wisst ja, dass die Größe vom Ei immer eine Rolle spielt. Sollte der Teig zu klebrig sein, dann knetet ihr einfach noch etwas Mehl unter. Ist der Teig zu fest, dann gebt ihr einfach noch ein Schlückchen Wasser dazu und knetet das unter, bis der Teig schön geschmeidig ist. So kann man die Konsistenz ausgleichen. Jetzt stelle ich den Teig erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, räume hier ein bisschen auf und dann geht es gleich weiter. Jetzt habe ich hier das erste Blech schon vorbereitet. Da habe ich mein Backpapier auf das Blech gelegt. Und dann nehmt ihr immer etwas von dem Teig ab und dreht euch da kleine Kügelchen. Und ideal ist es, dass ihr euch die Hände zwischendurch immer mal wieder mit etwas Mehl bestäubt, weil der Teig noch etwas klebrig ist. Und dann gebt ihr die Kügelchen auf ein Backblech. Die sollten auch alle ungefähr gleich groß sein. Und dann später werden sie mit einem Löffel platt gedrückt. Den Löffel bestäube ich auch immer vorher mit etwas Mehl.
damit da kein Teig am Löffel kleben bleibt. Und dann hat der Backofen jetzt auch schon seine Temperatur erreicht, sodass das erste Blech in den Backofen kann. Und während die ersten Plätzchen backen, bereite ich dann den Teig weiterhin so zu für den anderen Plätzchen. Ich habe jetzt 46 Plätzchen erhalten. Da werden wir also dann zum Schluss 23 Plätzchen haben. Das kommt natürlich immer darauf an, wie groß man die Plätzchen macht, weil wir werden ja später dann zwei zusammensetzen mit der Füllung dazwischen. Und die lasse ich jetzt erst einmal vollständig auskühlen, bevor es dann weitergeht. Meine Plätzchen sind jetzt vollständig ausgekühlt und dann habe ich mir jetzt schon jeweils zwei genommen und geschaut, was da so von der Größe und von der Form her ganz gut passt, wie ich die dann am besten zusammensetzen kann. Und dann habe ich hier meine Frischkäsecreme, noch einmal durchrühren und dann bestreiche ich das untere Plätzchen mit der Frischkäsecreme und dann kommt das obere Plätzchen darauf und dann stelle ich die auf die Seite, dass die richtig schön fest werden können. Also das gefällt mir von der Optik schon ziemlich gut. Die sehen so ein bisschen rustikal aus. Ich mag sowas ja total gerne. Und jetzt werde ich alle Plätzchen so halt fertigstellen und dann kann ich sie euch präsentieren, wie sie fertig ausschauen. Und hier sind die Karotten-Haferflocken-Kekse mit Frischkäsecreme für euch. Ein schönes Plätzchen, durch die Karotten so richtig schön saftig. Und mit dieser Frischkäsecreme sehr frisch. Wer mag, kann die Creme auch noch verfeinern, zum Beispiel mit Zitronensaft oder mit Vanilleessenz. Das ist auch noch eine schöne Variante. Auf jeden Fall ein tolles Plätzchen zu Ostern. Probiert das Rezept aus. Guten Appetit! Dann sind wir fertig für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.